Ich habe gedacht, ich hätte schon alle Teilchen, die es beim Bäcker gibt, nachgebacken. Das stimmt aber nicht. Ich habe noch Vanillestangen gefunden. Alle anderen Teilchen, die ich schon nachgebacken habe, im Übrigen sehr lecker, die könnt ihr euch hier oben mal anschauen. Und jetzt gibt es leckere Vanillestangen. Und bei den Vanillestangen spielt natürlich die Vanillecreme eine große Rolle. Der Teig sollte natürlich auch lecker sein, aber die Creme muss super sein. Und deswegen verzichtet man am besten auf Vanillepuddingpulver. Ich mache die Creme von Grund auf selber und die schmeckt wunderbar. Wir haben das natürlich alles schon ausprobiert. Und als erstes mache ich natürlich meinen Hefeteig fertig, der auch super weich und fluffig ist. In Gänze werden die Vanillestangen so perfekt, dass ihr die aber auch schön zu Hause nachbacken könnt. Und für den Teig mache ich mir erstmal einen Vorteig. Der muss ja gehen. Und gleich, wenn der Teig fertig ist, dann fange ich die Creme schon an, damit der Pudding auch ein bisschen auskühlen kann, den ich dafür brauche. Aber als erstes mache ich mir einen Vorteig. Ich habe hier 500 Gramm Mehl. Die gebe ich jetzt einfach in meine Rührschüssel. Und da mache ich mir eine kleine Kuhle rein. So wie immer, wie man das macht bei einem Vorteig. Das habe ich euch ja schon ganz, ganz oft gezeigt. Da kommen jetzt 30 Gramm Hefe rein. Von 50 Gramm Zucker ein bisschen, damit die Hefe schön arbeiten kann. Und von 250 Milliliter lauwarmer Milch auch so ein bisschen, so dass das in der Mitte schön ausgefüllt ist. Dann geht ihr mit einer Gabel hin und nehmt euch immer so ein bisschen Mehl mit und verrührt das so lange, bis die Hefe sich aufgelöst hat und ihr so einen kleinen Brei habt. Das Ganze decke ich dann mit einem Handtuch ab und lasse das hier 20 Minuten einfach am Ort stehen. Wenn der Vorteig bzw. die Hefe gut gearbeitet hat, dann sollte das so aussehen. Und jetzt kann schon die restliche Milch dazu und der Zucker. Außerdem einen halben Teelöffel Salz schön an den Rand geben. Ganz weiche Butter, und zwar 50 Gramm. Einfach mit reingeben, ein Ei und ein Eigelb. Das Ganze geht jetzt bei mir in die Küchenmaschine für gute 10 Minuten. Also Hefeteig immer gut kneten lassen. Und dann muss der Teig so circa 45 Minuten gehen. Und dafür stelle ich den jetzt in den Backofen bei Hefefunktion, ansonsten an einen schönen warmen Ort. Als erstes brauche ich für meine Vanillecreme einen Vanillepudding. Den mache ich natürlich selber. Ich habe hier 400 Milliliter kalte Milch. Lass die auch kalt, mach den Herd noch nicht an. Dazu kommen 45 Gramm Speisestärke. Das ist jetzt ein bisschen mehr Speisestärke, als man üblicherweise nimmt, aber ich möchte einen sehr festen Pudding haben. So, 80 Gramm Zucker und circa 70 Gramm Eigelbe. Das sind so, je nachdem wie groß eure Eier sind, sind das 3 bis 4 Eier. Da müsst ihr einfach abwiegen und mal schauen. Meine waren jetzt nicht ganz so groß und deswegen habe ich 4 Eigelbe. Ich habe jetzt hier einen Esslöffel Vanille Paste. Ich habe keine Vanilleschote bekommen. Ich war jetzt nicht in jedem Laden, aber ich habe keine bekommen. Ich hätte gerne eine gehabt und hätte mir das Mark jetzt hier reingemacht und die ganze Vanilleschote. Und nachher hätte ich einfach die Vanilleschote wieder rausgenommen, getrocknet und für Vanille Zucker benutzt. Das könnt ihr dann immer wunderbar machen. Das Ganze wird jetzt einmal gut verrührt, so dass die Speisestärke sich gut aufgelöst hat. Dann mache ich den Herd erst an und das Ganze wird aufgekocht. Ich habe hier noch 50 Gramm Butter, die brauche ich gleich erst. Da ich ein bisschen mehr Speisestärke als sonst in meinem Pudding habe, solltet ihr wirklich nicht vom Topf weggehen, bis das anfängt zu blubbern. Immer rühren und rühren, damit euch das nicht anbrennt. Und dann zieht ihr einfach den Topf vom Herd und da kommt jetzt die Butter rein. Die ist auch weiche Butter, weil ich hatte die ja draußen stehen. Die schmilzt natürlich viel schneller. Und jetzt lasst ihr die Unterrühren hier einfach auflösen und dann kommt der Pudding in eine andere separate Schüssel.
und wird mit Frischhaltefolie natürlich abgedeckt und dann muss der abkühlen. Ich lasse den kurz hier draußen stehen, bevor der dann in den Kühlschrank kommt. Der Teig ist aufgegangen. Schaut euch das mal an. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Der Pudding steht im Kühlschrank. Das ist alles gar nicht so viel Arbeit, wie man immer denkt. Und jetzt nehme ich den Teig natürlich hier raus, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, damit er an der Arbeitsfläche nicht kleben bleibt. Ist immer so schade, wenn man da reingeht und der geht kaputt, ne? Der fällt ja immer sofort ein. So. Ja, kaputt geht er nicht. Also er fällt ja nur ein. Alles raus und ich knete ihn jetzt auch gar nicht wirklich durch. Ich wiege mir den jetzt so, wie er ist, ab und zwar in 80 bis 90 Gramm große Stücke und schleife die dann erstmal zu Kugeln. Das Schleifen, das geht ja schnell und ich habe die ja ganz bewusst nicht nochmal durchgeknetet, damit der Teig nicht so viel Mehl bekommt. Und hier beim Schleifen, guckt immer, dass ihr kein Mehl auf der Arbeitsfläche habt. Sollte das trotzdem ein bisschen schwierig sein mit dem Schleifen, dann macht euch die Arbeitsfläche hier ganz, ganz leicht feucht. Dann geht das nämlich wunderbar. Und ich möchte jetzt nicht sagen für Faule, sondern für Eilige, die jetzt ganz schnell an die Vanillestangen kommen möchten. Die können diese Kugeln einfach gerade rollen. Also so, dass eine schöne Stange entsteht. Und bei den Vanillestangen oder bei dem Teig, da ist das nämlich, ich habe immer ein feuchtes Tuch dabei und dann mache ich das ein bisschen feucht und dann geht das hier viel, viel besser und dann kann man die Stangen wunderbar lang machen. Und ihr müsst natürlich entscheiden, wie groß oder wie lang eure Vanillestangen werden sollen. Ich lasse das jetzt mal so und so sieht das dann aus, wenn man die einfach nur rollt. Schöner werden die aber, wenn man die ausrollt. Wenn ich jetzt einfach eine nehme und die ein bisschen ausrolle, auch hier auf dieser etwas angefeuchteten Arbeitsfläche, dann klebt der Teig nämlich direkt an der Arbeitsplatte. Man hat es leichter und er zieht sich nicht immer wieder zusammen, weil der ist wirklich sehr weich und hat ja jetzt nicht oder kein zusätzliches Mehl mehr bekommen. Einfach so gerade ausrollen und dann die ganze Geschichte wieder einrollen. Dann werden die viel schöner und sehen nachher richtig schön aus. Also sieht einfach anders aus, wenn die fertig sind. So, ich komme wieder zurück, sonst bin ich weg aus dem Bild. Und dann legt ihr die Stangen mit der Naht, die dann entstanden ist, auch hier auf das Blech. Das mache ich jetzt fertig und dann müssen die Stangen hier nochmal, ja ich sag mal so gut 20 Minuten nochmal gehen, bevor die in den Backofen kommen. Die Stangen sind so schön aufgegangen, genau 20 Minuten. Und jetzt schaut nur einmal den Unterschied. Ich zeige euch die natürlich auch, wenn die gebacken sind. Das ist die einfache eingerollte Kugel und das ist die, die ich vorher ausgerollt habe und wieder eingerollt habe. So sieht das jetzt aus. Ich zeige euch das aber auch nachher, wenn die gebacken ist. Und die kommen jetzt in den Backofen. Bei 170 Grad Umluft oder bei 190 Grad Ober- und Unterhitze circa 12 bis 15 Minuten. Ich bepinsel die jetzt nicht mit Milch, nicht mit Eigelb. Ich lasse die jetzt einfach so, wie die sind. Und nach dem Backen, noch heiß, werden die Vanillestangen mit Butter bepinselt und direkt in Zucker gewälzt. Die müssen richtig viel Zucker haben. Meine Vanillestangen, die sind jetzt richtig gut abgekühlt und jetzt kann ich schon die Vanillecreme fertig machen. Und dafür habe ich mir 200 Gramm Sahne aufgeschlagen mit einem Päckchen Vanillezucker und einem Päckchen Sahne steif. Habe meinen Handmixer hier aber stehen gelassen, weil ich meinen Pudding kurz anschlagen möchte. Schaut mal hier rein, wie fest der geworden ist. Hier. Dadurch, dass ich natürlich ein bisschen mehr von der Speisestärke genommen habe, aber ich möchte halt einen schöne, feste Vanillecreme haben und schlag jetzt den Pudding mit dem Handrührer ganz kurz an. Da könnt ihr mal einmal zugucken. Deswegen habe ich auch die Sahne. Dann seht ihr auch, wie fest der ist. So, dass das einfach nur ein bisschen geschmeidig wird. Mehr nicht. So, dass sich die Masse wieder schön verbindet und ein bisschen geschmeidig ist halt. Und dann nehme ich meine Sahne und hebe die vorsichtig unter den Pudding.
Und das Ganze, oder die ganze Vanillecreme, kommt dann in einen Spritzbeutel. Ein Teil meiner Vanillecreme habe ich jetzt schon in den Spritzbeutel gefüllt. Der Rest ist hier drin, da kann man lieber ein bisschen nachfüllen, anstatt den Beutel so voll zu machen. Und dann nehmt ihr euch eine Vanillestange, einfach so in die Hand, auf die Handfläche legen und mit einem Holzlöffel geht ihr jetzt einfach hier rein und macht euch innen drin ein bisschen Platz. Die sind so weich, passt da ein bisschen auf, aber da darf ja ein bisschen Creme rein und da passt auch ein bisschen Creme rein. Und ich habe jetzt hier so eine Lochtülle einfach genommen. Die schiebe ich mir jetzt hier rein und gebe hier mal richtig schön von der Vanillecreme rein, so dass die Stange schön voll ist. Und so mache ich dann die anderen auch fertig und dann schneide ich einen mit euch auf. Boah, da passt richtig was rein. Da kommt's. So müssen Vanillestangen aussehen und beim Bäcker bezahlt man dafür 1,60 Euro oder man backt die eben selber. Und jetzt kommt mal das große Reingucken. Ich schneide jetzt mal einen auf. Die sind vom Teig her natürlich total weich und habt eine wunderbare Creme. Und die Vanillecreme, die ist so lecker. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Sag nochmal, feiert schön, Helau und Alaaf, bis dahin, eure Bea.